Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ich freue mich, dass ihr wieder mal dabei seid. Ich finde das einfach immer wieder klasse, diesen ganzen positiven Zuspruch, Feedback und allen, was so kommt. Erstmal möchte ich mich nochmal entschuldigen. Immer noch iPhone-Version. Ich weiß nicht, wie viele Abstürze wir haben werden. In der letzten Folge war es ein Glück nur einer. Das war schon mal sehr positiv. Die Wolke ist aber auch relativ klein noch. Was auch dazu beiwirkt, dass es nicht so strapaziert wird, mein altes Gerät hier. Mein iPad ist leider immer noch nicht da und es ist jetzt schon Mittwoch. Ja, müsste die Mittwochsfolge sein. Ja. Es ärgert mich sehr, da ich endlich mit euch eine vernünftige Vault aufbauen möchte. Und in der vielleicht auch Mildred noch dabei sein wird, die unsere Vault fleißig bewacht mit ihrer Knarre. Wie aggressiv die hier auch einfach hin und her läuft. Als ob mir sonst was passieren würde. So, wir haben heute einen Plan. Haben wir einen Plan? Nein, wir haben keinen Plan, so wie immer. Es sind immer noch drei Leute draußen im Ödland unterwegs und sammeln Sachen. In den Wohnquartieren ist nichts los. Die Wasseraufbereitung. Ich schreibe ein Lied zu Ehren des Aufsehers. Was reimt sich auf toll? Na, was kommt jetzt? Groll, Proll, Soll oder vielleicht einfach Moll? Hey, das ist alles gemein. Warum nicht so Sachen wie toll? So, und was macht ihr beiden? Ich komme hier nicht weiter. Wort mit Buchstaben. Lebt im Ödland. Na? Was ist es? Ich weiß es, Leiche. Ah, Leichen leben nicht, mein Freund. Aber, cooler Vorschlag. So, gehen wir eine Etage tiefer. Ich hoffe, ihr seid auf Ruckler gefasst, denn offensichtlich geht's wieder los. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gut finde, was du für die Wall tust. Ah, das finde ich auch super. Und ich finde auch gut, was ihr für die Wall tut, dass ihr jeden Tag dabei seid und das Leben in dieser Wall ermöglicht. Ach ja, wir sind hier im Vault Nummer 21, dem Vault, wo Doc Mitchell aus Fallout New Vegas herkam. Der Doc ist leider noch nicht da, der wird wahrscheinlich erst noch geboren. Der Raum läuft absolut effizient, dank mir. Ja. Das ist nochmal ein vernünftiges Ego. So, sammle 100 Wasser. Geschafft. Belohnung 50 Kronkorken. Sehr schön. Irgendwann können wir den Raum dann auch aufwerten. Ich glaube 750 brauchen wir. Ja. Dann werden die Räume aber auch zusammengelegt. Yeah, Stufe 3. Und was haben wir jetzt an neue Mission bekommen? Erhöht die Zufriedenheit von einem Bewohner auf 100%. Das sollte nicht so schwierig sein in unserer Wall. Da läuft ja noch alles sehr glatt. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt... Ey, Menü. Funktioniere vernünftig. Öffnen wir jetzt den nächsten Koffer. Launchbox. Boah, das ist ein Lärm immer. Und da seht ihr, es ruckelt wieder hart am Start. So, die erste Karte 100 Kronkorken. Zweite Karte 50 Wasser. Yeah, eine Pistole. Albert Parker. Was zum Teufel bist du? Mexikanischer Wrestler? Freak. So. Ich freue mich schon auf Albert, wenn er gleich kommt. Die Box machen wir aber auch noch auf. Ah, wieder 100 Kronkorken. Energie. Zwar voll. Ödland-Sanitäter Outfit. Und 500 Kronkorken. Sehr schön. Dann lassen wir mal den guten Mitchell rein. Der hieß doch Mitchell Parker, oder? Ich finde, Mitchell Parker sollte Vater von Doc Dings werden. Willkommen in der Wall, du Wrestler. Es ist wirklich ein Wrestler-Outfit. Ich finde, du bist prädestiniert dazu, in einem Wrestler-Outfit in die große weite Welt zu ziehen. Bitte geh und tu Gutes. Ich finde, er ist doch, boah, perfekt für das Leben da draußen in seinem coolen Outfit. Weil schaut ihn euch an, oder?
Wow, ist das heiß hier. Du kommst doch gerade von da draußen. Schaut ihn euch an, wie mutig er aussieht. Wie ein mexikanischer Muchacho. Nee, wie hießen die in Mexiko, die Wrestler? Ich hab's vergessen. Hier mit dem Film mit Jack Black und so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ah, hier. Lupranit? Nee. Schupranlitsche? Nee. Schupralitsche, ja, nee. Ich merk's selbst. Carly Rae Jackson? Nein, auch nicht. Ach, wie hieß denn das? Puncho Pancho? Nee. Ach, oh Mann. Da war doch in so einem Kloster und wollte Wrestler werden. Wie hieß der Film? Verdammt. Lunch Punch? Nein. Cuba Libre? Nein, das ist ein Getränk. Ja, fleißig in unserer Vault. Wir können ja mal in unseren Generatorraum gucken. Wir sind auch alle sehr zufrieden, das finde ich toll. Habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich meinen Job liebe? Chuck Norris, du bist der Beste. So, es sieht doch alles sehr gut aus. Oh Gott, mein Handy kocht. Ist das eklig. Das kann man kaum anfassen. Ich glaube, da könnte man sogar irgendwie Speck drauf braten, so wie es sich gerade anfühlt. Oh, Raider-Angriff. Der erste Raider-Angriff. Schauen wir uns... was machst du da, den Kranich? Das sieht ultra behindert aus mit deiner Hand. Ah, jetzt hast du auf einmal ein Schwert in der Hand. Los, gute Frau, knall sie ab. Wie, du läufst jetzt weg. Bam, bam. Ihr seht, wie es ruckelt, oder? Dabei ist gar nichts los so richtig. Warum mindestens einen muss ich tot kriegen? Zeig sie ihm. Oh, du bist so unfähig, Frau. Wozu habe ich dich hier als Wache abgestellt? Na, komm schon, hier, Waffe, nimm die Waffe. Fertig. Es ruckelt so unglaublich toll. Nein, die blöde Raider-Tante steht in unserem Wasser. Oh Gott, wir kriegen sie so gar nicht besiegt. Pistole ist voll für den Arsch. Wir brauchen irgendwie bessere Waffen. Nämlich einen davon besiegt, oder? Sind sie schon wieder da? Verdammt. Mach sie doch endlich kalt. Oh, es sind nur zwei? Sehr gut. Mach sie fertig. Na toll, die stellen sie jetzt in die Fahrstuhl. Wo laufen sie hin? Chuck Norris, mach sie fertig. Roundhouse Kick. So, komm schon, die zwei müssen das auch schaffen. Na los. Zeigt's ihnen. Ja, ein nur noch. Oh. Habt ihr es auch gehört? Das war Homer Simpson gerade. Der auch aus meinem Handy spricht. Na komm schon, den letzten müsst ihr auch klein kriegen. Na fast. Los! Captain Schnauzbart, mach ihn fertig. Und drück ihn eine richtig harte Faust rein. Wie der jetzt hin, nach unten? Da ist immer so gar nichts los. Hey!
Auf da unten gegen die Türen zu hauen, du Spinner. Wie, die lassen jetzt einfach so ziehen? Hau bloß ab, du Spinner! Verdammte Axt. So, Zufriedenheit 100%, eine Waffe verkaufen. Ja, die Waffe, die wir da haben, ist ja richtiger Scheiß. Zerstöre Felsen um deinen Vault. Ja, ja. Wir wollen unseren Vault nicht ausbauen, sonst stürzt unser Spiel ab. Das ist so frustrierend. So, jetzt Leute, alle wieder arbeiten. Auch die Schwangeren bitte wieder an die Arbeit. So, was ist hier draußen los? 36 Minuten unterwegs, 23 Minuten unterwegs, der auch. Und unser Wrestler macht richtig Action da draußen. Okay, Kohle haben wir auch ganz viel. Leuten geht es auch allen gut soweit. Warten noch auf Zufriedenheit auf 100% bei einer Person. Dürfte ja nicht so lange dauern. Mal rein, was im Diner wieder so los ist. Verstehen sie offensichtlich sehr gut und sie ist sehr von sich selbst überzeugt. Oh Gott, es ruckelt sau stark. Na, na, fängst du dich wieder Spiel? Ich hoffe doch. Ich habe am Anfang der Aufnahme nicht aufgepasst, wie lange die Aufnahme jetzt geht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Sodele. Ich möchte nochmal kundtun, dass DRL voll scheiße ist durch Streik und so. Und ich noch auf mein schönes Gerät warte, um mit euch vernünftig zu spielen zu können. Wenn euch das Spiel gefällt und auch mein Let's Play hierzu, würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal so zwischendurch auch mal ein Däumchen da lasst. Sonst zeige ich das ja meistens immer nur am Ende der Episode. Würde mich freuen und ihr macht das ja auch schon ganz fleißig. Ich kommentiert auch sehr fleißig. Das finde ich super. Vielen Dank dafür und hatte ich das heute schon erwähnt mit dem 700 Abo Special bezüglich eines tragbaren Gegenstands mit einem Star Wars Design, der euch vielleicht zusagen könnte, dass ich das zum 700 Abo Special machen werde. Ich würde, vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich das auslösen könnte, wenn ich so ein Gewinnspiel mache, wie was für eine Art Gewinnspiel würdet ihr euch wünschen? Ob, ja. Ist schwierig, finde ich. So, malen ist so Standard, was schreiben ist so bläh. Foto machen, ist auch so komisch. Ist so. Das ist so Eingriff. Ja, ich tue mich da schwer, mir da was einfallen zu lassen irgendwie. Ihr könntet, ja, ich weiß nicht, was. Ihr macht mir mal Vorschläge in den Kommentaren, was man so für ein Gewinnspiel machen könnte. Sonst wird vielleicht sogar drauf rumlaufen, like, teilt das Video oder sowas. Oder schreibt mir eine Nachricht, ich weiß nicht. Schreibt einen Kommentar unter das Video oder schreibt mir den kreativsten Namen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Kreative Namen für die Vault-Bewohner. Das hat doch was, oder? Die ganzen Kronkarten gesammelt. Na, Menü. Ich glaube, das mache ich für das 700er Abo Special. Oh, bring ein Baby zur Welt. Zum Glück sind die schon alle in der Mache. Ja. Mit den kreativen Namen für die Vault-Bewohner ist es super. Und dann können wir das wirklich umsetzen in der Dingsbums. iPad-Version, die dann hoffentlich kommt von Fallout Shelter, wenn ich es dann endlich erhalten habe. Dann machen wir schön eine Vault mit euren Namenvorschlägen. Und der beste Name davon wird dann mit einem tragbaren Gegenstand mit einem Star Wars Motiv belohnt. Ja, das finde ich super. Und wenn ihr es auch gut findet, schreibt mir erstmal in die Kommentare. Und aber noch keine Namen in die Kommentare, da mache ich ein extra Video zu. Glaube ich. Oder könnt ihr auch hier schon. Hier könnt ihr auch schon anfangen. Fangt einfach an. Schreibt mir Kommentare dazu. Lustige Namen für Vault-Bewohner. Wie, keine Ahnung. Jetzt fällt mir keiner ein. Ständig habe ich irgendwelche blöden Namensideen und jetzt
wo ich drüber rede, fällt mir nichts ein. Ja, dann überlasse ich euch das mit dem kreativen Namen für Vault-Bewohner, die wir dann auch alle benutzen werden in der Vault fürs iPad, wenn es ankommt, wenn DHL endlich Lust hat, mir meine Sachen zu bringen, die mir gehören. Wäre das klasse. Was wollte ich jetzt noch? Genau, das Gewinngedöns. 700 Abo Special wird es auch erst geben ab 700 Abos. Da mache ich nochmal ein kleines extra Video zu, wo ich dann wirklich nochmal aufrufe dazu. Und ich werde wahrscheinlich auch in den Fallout Shelter Videos gucken, ob ihr da ein paar Namen geschrieben habt. Ist ja, ich bin jetzt nicht so ein mega großer YouTuber, wo jetzt tausende von Kommentaren einen überfluten. Aber so, das an Kommentaren ist alles ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall werde ich keinen Kommentar von euch auslassen und jeden Namen berücksichtigen. Ich werde mir das auch schön fein säuberlich notieren, um dann wirklich keinen Namen zu vergessen für die Vault-Bewohner. Huch, jetzt habe ich hier den guten Mr. Schnauzbart durch die Gegend geschüttelt. So, 1500 haben wir hier. Da, alles gut. Anscheinend fressen die Schwangeren sehr viel. Die Nahrung geht ein wenig zurück. Wasser haben wir genug. Wir könnten unsere Vault viel schneller vergrößern, aber das möchte ich gar nicht. Da ich noch einige Zeit mit euch in dieser Vault verbringen möchte und mit euch quatschen möchte, ich würde mich halt sehr freuen, wenn wir wirklich eine riesige Vault aufbauen können, gemeinsam eine Zukunft bis Fallout New... Nein, nicht Fallout New Vegas. Fallout 4 bereiten können in einem Vault, der dann die aktuelle Abozahl bekommen wird. Die aktuelle Abozahl zum Eröffnung der Vault bekommen wird. Genau. Das war jetzt richtig. Da werde ich sehr gespannt, welche Zahl das sein wird. Wenn es euch heute gefallen hat und es war heute etwas lahm in der Vault, das muss ich zugeben. Wobei, gar nicht. Wir hatten einen Raider-Angriff. Der war der Hammer. Und wir haben nicht alle Raider töten können. Das war nicht so der Hammer. Ja, wenn es euch gefallen hat heute mit mir hier in der Vault, in der kleinen süßen Vault 21, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Wenn ihr euch aufs Gewinnspiel, 700 Abos Gewinnspiel freut, schreibt mir mal einen Kommentar rein. Ihr könnt auch schon, ja, fangen wir jetzt schon an einfach, lustige kreative Namen in die Kommentare knüppeln. Und ich suche mir dann den kreativsten, tollsten und der mich am meisten zum Lachen gebracht hat, raus. Und der wird dann mit einem tragbaren Gegenstand mit einem Star Wars Motiv gekrönt. Ein selbst entworfenes Design natürlich. Da ich ja so Mediengestalter-Mensch bin und sowas halt so ein bisschen kann, wo ich auch so ein bisschen mein Geld mit verdiene und die meiste Zeit des Tages mit verbringe, möchte ich da etwas Selbstgestaltetes an euch vergeben. Genau. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen in einer neuen Folge von Fallout Shelter wiedersehen. Ich werde diesen Vault nicht in meiner Freizeit weiterspielen, nur mit euch gemeinsam. Ich werde einen meiner alten Vaults wahrscheinlich löschen, da ich ja drei Vaults erstellt habe und dann nochmal einen, den ich so nochmal selber bis zum Erbrechen spielen werde, bis der Vault nicht mehr ausbaubar ist, beziehungsweise mein Handy das Spiel schon nicht mehr laden will. So lange spielen. Diesen Vault 21 werden wir gemeinsam so lange spielen, bis er nicht mehr spielbar ist, weil mein Handy viel zu blöd ist. Hoffe ich, dass es noch eine ganze Weile sein wird. Oder auch nicht, wenn mein iPad vorher eintrifft und wir unsere kreativen Namen an die ganzen Vault-Bewohner vergeben können. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und danke, 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 weil es wirklich enormen Zuspruch findet bei euch. Ich finde das klasse und hoffe, das bleibt auch so. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in einer neuen Runde. Bis dahin wünsche ich alles Gute und vielen Dank. Haut rein. Ciao.